Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der es mir ja darum geht, dir Grundkenntnisse im Word 2016 zu vermitteln, die du benötigst, um Seminararbeiten, VWAs, also vorwissenschaftliche Arbeiten, Diplomarbeiten erstellen zu können. In diesem 18. Video geht es jetzt darum, wie stelle ich den Zeilenabstand so ein, dass er eineinhalbzeilig ist, und das nämlich bei der Standardformatvorlage. Wie man Formatvorlagen erstellt, habe ich dir schon in einem anderen vorgehenden Video gezeigt. Schau dir die Playlist an. Es zeigt, wie man hier diesen Zeilenabstand auf 1,5 einstellen kann. Ich begebe mich hier jetzt in einen Absatz, wo ich schon den Standardformatvorlage habe. Gehe in der Registerkarte Start auf Standard. Mache jetzt rechte Maustaste ändern. Bin jetzt hier also bei den Einstellungen, die jetzt genau zu dieser Standardformatvorlage gehören. Gehe auf Format Absatz. Und kann hier dann beim Zeilenabstand in dieser Registerkarte, also nicht bitte hier bei Zeilen- und Seitenumbruch, sondern hier bei Einzüge und Abstände, kann ich hier 1,5 Zeilen einstellen. Man sieht hier unten in der Vorschau schon, dass sich hier etwas dann verändert. Es wird dann größer, der Abstand zwischen den einzelnen Zeilen. Ich klicke auf OK, dann nochmal auf OK und du siehst, dass der Abstand sich hier dann vergrößert hat. Dieser Abstand ist recht praktisch, wenn man hier dann auch später dann auch Korrekturen vornehmen kann im Text. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt hier 1,5 Zeilen Abstand eingestellt.